Sie suggerieren, dass eine Elite, angeführt von den USA und dem Staat Israel, Migrantinnen und Migranten ansiedeln will, mit dem erklärten Ziel, die weiße Rasse auszulöschen, meine Damen und Herren. Und diese krude und verfassungsfeindliche Bewegung ist beschämend und in ihrem Kern im Übrigen tief antisemitisch und schlicht menschenfeindlich. Und wissen Sie, was ich gelernt habe? Ja, ist lustig, ne? Lachen Sie nur, dass es nicht wichtig ist, was man hat, wer man ist oder was man besitzt oder woher man kommt, sondern es ist nur wichtig, was einen als Menschen ausmacht. Und wissen Sie, was ich gerade tue? Ich schäme mich fremd, dass wir hier über diesen Lügenantrag unsere Zeit verschwenden. Ich schäme mich sowas von fremd, dass wir diesen Antrag hier in diesem Haus besprechen müssen. Haben Sie das überhaupt mal vernünftig durchgelesen? Am liebsten würde ich jetzt noch was ganz anderes sagen. Ja, beschimpfen Sie mich ruhig. Das können wir auch gleich gerne unter vier Augen machen. Da darf ich nämlich sagen, was ich will. Meine Damen und Herren, das, was jetzt hier gerade geäußert wird, ist ein wunderschönes Potpourri an A, Emotionen und B, Falschaussagen. Denn wir wollen es jetzt mal der Reihe nach durchgehen. Jeder, der in dem Falle hier irgendwo auch nicht eine Universität besucht hat, ist natürlich selbstverständlich gleichberechtigt. Aber deswegen pauschal irgendwo etwas zu verunglimpfen, meine liebe Frau Kollegin, das ist nicht richtig. Das andere, was Sie jetzt hier gerade erzählen, von wegen antisemitisch. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Israel diesem globalen Pakt für Migration nicht beitreten wird. Und zwar ganz dezidiert, da Israel diesen Pakt, und zwar maßgeblich Leute als Pakt der Wölfe bezeichnet und im Land, in dem man auch in dem Falle Schafe hat, soll erstmal keine fremden Wölfe rein. Das tut man nicht. Also von daher, die haben das ganz klar abgelehnt. Übrigens, und Sie sagen in dem Fall, wir wären antisemitisch, dann würden Sie sagen, dann sind Australien, USA, Tschechien, Polen, Österreich, Ungarn, Kroatien etc. Ich habe nächste Woche einen Termin mit dem Schweizer Botschafter. Bestimmt für Sie auch antisemitisch, wenn Sie sich gegen einen Pakt, der Ihr Land schädigt, wendet. Und schauen Sie, wir machen nichts anderes, als dass wir hier die Interessen unseres Landes, genauso wie anderer Länder, die ihre vertreten, auch wahrnehmen. Und dazu sind wir als Volksvertreter auch definitiv verpflichtet. Und ich möchte ganz klar die Kollegen der anderen Fraktionen auf diese Verpflichtung explizit hinweisen.